Alle Jahre wieder wird das Testgelände im süditalienischen Nardò zum Highspeed-Mekka. Dann bittet Automotor und Sport die PS-Elite der Supersportwagen zum Wettkampf um Tempo und Zeit. Das sind die Testkandidaten. Audi R8 V10, Ford GT, Porsche 911 GT3, Bentley Continental Flying Spur Speed, Aston Martin V12 Vantage, Lamborghini Murciélago, Cadillac CTS-V und der Mercedes SLR Stirling Moss. Die legendäre Teststrecke in Apulien besteht aus einer sanften Steilkurve mit einem Kreisumfang von 12,5 Kilometern. Es ist sehr spannend, in Nardò zu fahren, weil bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit muss man quasi nicht lenken. Man ist also lenkwinkelfrei, weil die Überhöhung und die Kurve, die gleichen sich aus. Man kann also bis zu 230, 240 km/h theoretisch das Lenkrad loslassen und das Auto fährt geradeaus. Darüber beginnt das Auto schon in eine andere Richtung zu steuern. Das heißt, man muss gegenlenken. Man muss, damit man sehr schnell fährt, muss man ganz oben an der Leitplanke fahren, weil man da die höchste Überhöhung hat. Das heißt aber wieder gleichzeitig, dass man sehr präzise fahren muss. Und damit ist Nardò auch für einen Profifahrer mit steigender Geschwindigkeit ein sehr interessantes Terrain. Die letzten Absprachen mit den Streckenposten. Bald wird der Klang großvolumiger Motoren durch die Nacht heulen. Für die Testfahrten bei Nacht gibt es gute Gründe. Erstmal hat es einen logistischen Grund, weil wir die Strecke ab abends um 8 Uhr kriegen. Und was uns natürlich dabei noch positiv hilft, ist, dass die Sonneneinstrahlung weg ist, dass der Asphalt kühler wird. Und wir kriegen bessere Bedingungen, denn eine kühle Luft hat eine bessere Füllung, sprich mehr Leistung für den Motor. Neben der maximalen Geschwindigkeit interessiert die Tester die Beschleunigung. Wie viel Zeit vergeht aus dem Stand auf Tempo 300? Das hat gerade damit zu tun, dass wir einen großen Kreis fahren. Das heißt, ab einer gewissen Geschwindigkeit fahren wir eine ganz leichte Kurve, trotz der Überhöhung. Und das geht ungefähr ab 240 km/h geht das los. Und über 300 wird es ein bisschen mehr, aber es ist nicht viel. Aber das macht halt vielleicht schon 1% aus. Und wir sind halt bei 300, 220 bis 3,2 km/h. Und wir können fehlen. So kann es passieren, dass die Werksangaben nicht ganz eingefahren werden. Wir sind unterwegs mit Cheftester Otto Hofmeier. Mit seinen 670 PS bringt der Lamborghini Murciélago die meiste Kraft mit nach Nardò. So, jetzt haben wir doch mal was. 340,2 ist doch schon mal was, ne? Ja, man sieht es ja ein bisschen am Grinsen, ne? Knapp 900.000 Euro sollte man übrig haben, wenn man dieses Fahrzeug besitzen will. Die Stückzahl ist auf 75 Exemplare limitiert. Mercedes hat uns mit dem Stirling Moss ein unglaubliches Showcar hingestellt. Das ist wirklich ganz großes Kino. Das war auch eindeutig zu sehen, wenn das Auto vorbeigedonnert ist. Es hat einen tierischen Krach gemacht. Es sind blaue Flammen neben aus den Sidepipes rausgeschlagen. Das ist unglaublich. Wow, das war heftig. Das war so ein bisschen das Gefühl, als hätte man mich auf dem Düsenjet vorne an der Schnauze festgeschnallt. Wow, das ist ganz anders, ganz anders. So ist der SLR etwas Besonderes, selbst in dieser elitären Gruppe.